Oh mein Gott. Ne, genau auf sowas habe ich halt eigentlich gewartet. Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account mit, ich weiß noch nicht ganz, ob ich heute mit Tesla und mit Hornet spiele. Jedenfalls, man kann eventuell oben in der Ecke sehen, oh, die Kristalle sind ganz, ganz runtergegangen. Also wirklich dramatisch. Ich habe zwar jetzt noch immer über 200.000, aber entsprechend darüber 1 Million ausgegeben. Und für was? Für ein paar Sachen. Und ich werde jetzt aber noch im Vorfeld Container öffnen, um versuchen, noch ein paar extra Kristalle rauszuholen, um vielleicht noch das ein oder andere Item zu verbessern. Denn ich habe da ein bisschen was an Kristallen liegen gelassen. Unter anderem für Tesla, ja. Dankeschön, 10.000 Kristalle sind immer gut für sowas jetzt. Tesla komplett voll, beziehungsweise halt jetzt noch momentan Stufe 19. Wozu halt nochmal extra Kristalle ausgeben, ja, um halt die letzte Stufe zu beschleunigen, ist ja dämlich. Ja, deswegen, da kann man halt einfach mal das bisschen warten und dann kriegst du das Ganze for free. Ne? So, deswegen. Aber ihr werdet es gleich sehen. Oh, und dann habe ich noch auf meinem, oh mein Gott, auf meinem mittleren Account? Ja, könnte sein. Auf meinem mittleren Account habe ich mich dazu durchgedrungen und mir Dankeschön. Jetzt habe ich auch noch eine tolle Variation. Wundervoll. Und mir Firebird komplett voll verbessert, um halt einfach eine starke Nahkampfwaffe zu haben. Ja, mal gucken, wie das wird. Können wir damit natürlich auch spielen. Angepasste Feuerrate. Ist es dieses Dum, 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 Dum? Ich hoffe doch mal. Können wir uns gleich mal angucken. So, übrigens hier, coole Farbe. Nebelwand. Mega, mega cool. Finde ich, hat was. So, jedenfalls Tesla. Tesla MK719. Wie gesagt, ein paar Tage abwarten. Gut, sind halt 9 Tage, aber egal. Und dann ist das Ding voll verbessert. Habe ich hier noch irgendwas gemacht? Ich glaube nicht bei den Waffen. Nee. Nö, da habe ich nichts gemacht. Also, aber ich kann jetzt rot schießen. Das ist auch sehr toll. Aber Untersätze. Hopper. Habe ich jetzt nochmal die letzten Stufen gemacht. Auch hier wieder. Einfach ein paar Tage abwarten. Und dann habe ich Hopper auch voll verbessert. Unter anderem aber, was ich mir auch noch jetzt geholt habe, Titan. Ja, Titan auch wieder komplett voll. Und Ritter auf MK7. So. Ich finde, das ist auch ein guter Untersatz. Ares finde ich jetzt nicht so super. Aber Ritter wollte ich unbedingt mal haben jetzt. So, Drohnen, da habe ich mir nichts geholt. Alle Drohnen haben etwas, aber da ich mir jetzt, nee, muss nicht sein. Aber eine Sache habe ich jetzt hier nachgeholt. Und zwar habe ich High auf MK7 gebracht. Das war ja noch im letzten Video bei MK2. Völlig vernachlässigt. Ja, aber im Grunde war es das schon, denke ich. Und so schnell verschwinden über 1 Million Kristalle. Ja, ja gut, viele Kristalle gab es jetzt auch hier nicht unbedingt in den Containern. Aber mit fast 300.000 kann man auch schon ein bisschen was anfangen. Warum ich mich für Firebird entschieden habe? Ja, wie gesagt, einfach halt, um eine starke Nahkampfwaffe zu haben. Freeze ginge auch. Könnte halt auch easy da nehmen, ne? Auch eine tolle Sache. Hammer könnte ich genauso gut verbessern. Komplett voll verbessern. Twins wäre aber auch gar nicht mal so schlecht. Ja, man könnte natürlich aber auch Gauss nehmen. Es gibt viele Sachen, die man hier wirklich verbessern kann. Aber schaffe ich eigentlich Hammer komplett voll zu verbessern? Sollte drin sein, oder? Gucken wir einfach mal nach. Oh. Ui, ui, ui. Ah, schade. Fast. Okay, da fehlt dann eine Stufe. Na gut. Aber ist in Ordnung. Die eine Stufe, die kriege ich dann auch noch. Puh, wow. Achso, ich wollte aber natürlich mit Tesla heute spielen. Tesla voll verbessert. Oh, geil. Oh, geil. Gut, Mission. Was haben wir denn da?
Wir müssen Rugby spielen, 300 Punkte verdienen und Team Deathmatch 120.000 Damage machen und Team Deathmatch 1.600 Kristalle verdienen. So, das machen wir doch heute einfach mal. Machen wir. Team Deathmatch, let's go. Hatten wir schon lange nicht mehr, denke ich jedenfalls. Deswegen können wir das mal an dieser Stelle hier nachholen. Ich wirklich, diese Farbe, ne? Nebelwand oder wie auch immer die heißt, die finde ich gut. Die finde ich wirklich gut. Die ist schlicht, ja, aber halt nicht so langweilig. Super. Als ich die auf dem Bild gesehen habe, dachte ich mir, ach naja, mein Gott, was ist denn das? Ja, wen interessiert das? Aber jetzt im Nachhinein, ja, einfach mal anprobiert. Das Ding hat was. So, ich bin mal wirklich gespannt, wie viel Spaß das jetzt hier mit der voll verbesserten Tesla machen wird. Moin! So, komm mal her. Okay. Du hast zwar nicht den Schuss abbekommen, aber du bist wenigstens mein erstes Opfer gewesen. Da ist doch etwas. Boah, 1400. Okay. Boah, super. Also, ne, ich hätte ja nicht gedacht, dass halt tatsächlich heute solche Rabatte hier anstehen. Ich habe halt nur dieses Announcement ja einfach nur überflogen. Und da war halt einfach nur irgendwas mit Skins. Da habe ich mir so, ist das euer Ernst oder was? Aber nein. Das hat mich heute richtig, richtig, richtig positiv überrascht. Super. Das fand ich toll, das zu sehen. 50% Rabatt in Theo. Ey, das ist wirklich Weihnachten, Ostern und Geburtstag alles zusammen. Ne? 5-1. Super Start, finde ich. Boah, Alter. Die Kombination, die geht mega ab. Vor allem, das muss man jetzt auch dazu sagen, vor allem, wenn dann der 1800 ins Gesicht einfach so. Ja, jedenfalls, wenn dann natürlich dann auch noch der Overdrive von Hornet so richtig reinkickt, da ist dann vorbei, du. Da können sie machen, was sie wollen. Ja, super. 8-2. Was den Damage angeht, ich hoffe mal, dass ich in diesem Match hier auch einiges machen kann. Boah, das ist so geil, ey. So, so geil. Also, ne, die Rabatte heute, Junge, die haben mich... Oh, schade. Die haben mich richtig gefreut. Ah, schade. Ja, Problem ist halt natürlich auch, dass die Gegner entsprechend, und ich hoffe auch meine Teammates, entsprechend auch. Zu lange war da der Schutz von ihm. Na gut. Halb so wild. Wir sind ja hier ready, ey, du. Das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Ich hätte auch mit 1000 Euro. Oh, 1400 pro Schuss, ne? Junge. Ey, das wird richtig geil. Ich muss halt versuchen, den Overdrive dann auch einzusetzen, wenn dort einige Gegner sind. Oh, ey, das gibt Multikills ohne Ende. Hammer. Wirklich Hammer. Ich freue mich aber auch auf Hammer. Ja, Hammer ist natürlich auch eine gute Waffe. Ich habe natürlich nicht die Variation, die mir alle vorschlagen und mit der ich spielen soll. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, schade. Eine Rakete. Okay. Gut. Ja, aber auch, ich sag mal, etwas, was ich halt einfach nur mal machen wollte, war halt tatsächlich mir... Ja, kann man sich natürlich auch selber killen, ne, wenn man Bock hat. Wenn du so gut bist, dass du dich selber killen musst, um den Gegner eine Chance zu geben, dann weißt du, dass du es geschafft hast. Ja. So. Kommt her. Ah, es ist echt toll. Naja, jedenfalls, ich freue mich aber auch auf Firebird. Das Ding. 2800, ey. Meine Güte. Alter, die wissen doch nicht, was abgeht. Ja, diese armen Leute, die tun mir leid. 800 Schaden wenigstens immerhin etwas. 14-6, ne? Dass ich das mal erleben darf. So viele Kills zu machen und nur so wenig zu sterben. Oh mein Gott, bester Tag, ey. Bester Tag heute. Kann man nicht anders sagen. Bums, weg ist er. Läuft das hier? Läuft das? Ich denke, es läuft. Ich denke schon, dass es läuft. Ja. 15-7.
Ja, gut, okay. Der hat halt 25-13. Ist in Ordnung. Was soll's. Ich habe ja sowieso gerade keine wöchentlichen Aufgaben, die ich machen muss, ne? Deswegen, Top 3 ist mir halt an dieser Stelle egal. Was ich aber machen muss, ist Schaden. Und den will ich dann doch schon sehr gerne machen. Egal. Dann gib mir doch den Schaden. Ist mir doch völlig egal, du. Ich mach auch Schaden. Ja, 16-8, damit nur noch eine 2er-KD, aber damit bin ich auch völlig zufrieden. Und wir gewinnen das Game auch noch, sofern sich daran jetzt nichts ändert. Also, ich brauche jetzt aber ein paar Gegner. Ein paar Gegner bräuchte ich jetzt schon. Hier oder da, irgendwo. Wäre schon super, wenn hier der ein oder andere im Verbund auftauchen würde. So, dass man halt... Oh, hallo. So, dass man halt tatsächlich viele Gegner gleichzeitig hitten kann. manchmal tun mir die Gegner auch schon leid. Das ist so geil. Das ist so geil, man. Die Waffe tut so dermaßen weh. Ah, schade. Habe ich auch leider selber gekillt. Overdrive komplett bei null. Ja, das sollte man natürlich auch beachten. Ah, verdammt. Ja, ich bin da selber nicht mal gewohnt, diesen Schaden, ne? Oh, ist in Ordnung. Hätte ich mich heilen sollen? Ja, vielleicht. Hätte ich den erwischt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, aber prima. Prima, wie das hier läuft. Ne? Muss ich schon ehrlich sagen. Das ist eine geile. Das ist echt eine coole Kombination. Vor allem natürlich aber auch eine wirklich sehr starke Waffe. Also, kannst du nicht anders sagen. Die Waffe, die geht ab. Und, ja. Ne? Aber interessant, dass ich halt Vorletzter bin, ja. Generell hier ein gutes Team, was wir hier haben. Ich meine, ich fühle mich jetzt gar nicht mal so schlecht, ja, aber wenn du Vorletzter bist, obwohl man schon eine gute Runde hier hat. Ups. Ach. Aber der hat auch eine krasse Waffe. Der hat natürlich auch die Variation mit der Quantität. Mit der Qualität statt Quantität. Ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Übertreiben wir nicht. Jetzt wäre es halt eine... Kommt der nächste damit an? Oh, komm, kill! 1600. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hammer. Echt super. Wirklich super. Oh, das freut mich so sehr. Ja. Oh, ich bin gerade happy. Es läuft halt wirklich sehr gut. Auch wenn man das jetzt nicht unbedingt an der Position hier festmachen kann, aber ich habe gerade richtig viel Spaß. Ja? Wirklich extrem viel Spaß. Oh mein Gott, ist das eine geile Waffe. Die voll zu verbessern. Ups. Das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Ja, den hätte ich nicht bekommen. So oder so wäre ich gestorben. Eine Rakete nochmal abbekommen und dann wäre ich weg gewesen. Also, ob ich da jetzt über die Mine fahre oder... Ja, das ist völlig egal an dieser Stelle gewesen. Hätte ich eh nicht ändern können. Den Ausgang dieser Situation. Oh weia. Sauber. Leider sind halt die Gegner ein bisschen auseinander. Ich kann nicht diesen tollen Move machen und so viele gleichzeitig hitten mit dem Overdrive. Würde ich sehr gerne machen. Aber gut, wenn ich Glück habe, vielleicht ja in einem anderen Match. Ne? Wer weiß. Immerhin nochmal einen Assist bekommen, immerhin Damage gemacht, ne? Alles wichtige Sachen. Ja, guten Tag. Oh mein Gott, ey, zwei Schüsse. Oh mein Gott, ey. Oh. Hör mir auf, du. Oh, super. Alter Vater, hat das Ding doch irgendeinen getroffen gerade? Wow. Hoffentlich hat das Schaden gemacht. Come on. Oh, jawohl. Sehr schön. Tja. Jetzt haben wir es.
Jo, well played, Leute. Wir haben es hier gut gemeistert. Ich bin mal wirklich gespannt, was das am Ende für Schaden bedeutet. Ja? Das ist halt, ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Jetzt gehe ich aber auch nicht mehr drauf, ne? Jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich keinen. Ich habe keine Lust mehr drauf zu gehen. So, ist mir völlig egal. Macht, was ihr wollt, ja. Okay. Chill. Ah, schade. Aber wenigstens habe ich den auch nochmal mitgenommen. 34, 17. Ja, läuft. 520 Punkte gemacht. Und, auch wieder guten Schaden gemacht. Ja, ich guck mal. Ich bin mal wirklich... Ich bin von mir selber fasziniert, wie ich hier in diesem Match hier momentan dominiere. Ja. Alles super. 2 Kills. Und dann haben wir das Game gerockt. Prima. Echt prima. Wow. Unglaublich. Also eine Aufgabe habe ich jetzt wenigstens schon mal gemeistert. Minimum. Und ich habe gemacht an Damage. So kurz davor. Aber das ist auch schon eine echt gute Leistung. 110.000 Damage insgesamt. Wow. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Mega super geil. Hoch 10. Ja. Anders kann ich das nicht beschreiben. Wow. Ey, das ist... Noch 10.000 Damage und dann habe ich die Aufgabe fertig. Ich werde dann vielleicht jetzt einfach nur noch Damage machen und dann in Rugby gehen. Mal gucken. Ja, je nachdem, wie lange es jetzt hier dauert, irgendwas zu finden. Aber naja. Wir warten. Ich bin mal auch gespannt, auf welche Stufe ich am Ende komme. Was jetzt die Mission angeht, ne? Da stand jetzt schon Stufe 40. Ja, aber ich kann eigentlich nur noch morgen Aufgaben machen. Ja, und das war's. Na gut. Ja, vielleicht nochmal durch das eine oder andere Match, durch ein paar extra Sterne. Vielleicht geht da noch mal eine Stufe oder so. Wer weiß. Aber ich bin an sich schon wirklich sehr zufrieden. Wie das hier alles momentan läuft. Und was nicht so läuft, ist hier gerade die Verbindung. Oh mein Gott. Nee, Mann, das habt ihr nicht gesehen. Oh, das ist so krass. Das ist so unfassbar krass. Ja, da muss einfach der Self-Kill jetzt her. Holy moly. Ey, die 2 nochmal mitgenommen, ne? Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Alter Falter. Ey, das ist so krank. Das ist einfach... Keine Ahnung. Das ist einfach von einer anderen Welt, ne? Unglaublich. Das macht so viel Spaß, einfach mal tatsächlich hier nicht nur aufs Maul zu bekommen, sondern auch tatsächlich mal auszuteilen. Und ich denke mal, ich habe jetzt wahrscheinlich schon den Schaden gemacht, den ich machen muss. Ja, es war ja jetzt echt nicht viel. Die 10.000, ja, das sind halt nicht mal 10 Schüsse. Ja. Und das war's. Und den nächsten haben wir auch noch. Ah, prima. Ja. Ich kann da natürlich aber auch drin bleiben. Einfach halt natürlich auch für die Sterne. Ne? Auch eine Sache. So. Ups. Dann. Bums. 2200. Ich habe meinen Overdrive jetzt auch wieder da. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Kann ich den irgendwo sehr gut einsetzen? Ja, wer weiß. 2800. Holy moly. Oh nein. Ah, hör mir auf, Mann. Oh mein Gott. 12-3, ne? Das ist krass. Das ist so krass, Mann. Also wenn ihr auch irgendwie die Gelegenheit habt, ne? Diese Kombination. Ey, die
Gleiche klingt alles. Also, natürlich auch, was halt einfach die Verbesserung angeht, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, die macht jetzt halt auch ein bisschen was her. Ich kann mir vorstellen, mit Hopper ist das wahrscheinlich auch ganz, ganz lustig. Aber ich wollte halt jetzt ein bisschen sicherer unterwegs sein. Und nicht halt hier mit einem schwebenden Untersatz irgendwie versuchen, hier irgendwelche Parcours-Stunts zu machen. 2899, oh mein Gott. Das glaubt doch... Meine Güte, ne? Leute, ey. Ich streng mich ja nicht mal an. Das ist so cool, Mann. Ich... Das ist so... Es tut mir weh. Es tut mir weh, das mit anzusehen. aber auf der anderen Seite ist es mir auch egal. Es ist super, wie es gerade läuft. 17,6. 260 Punkte. Der Platz 2 hat halt 100 Punkte weniger als ich. Ja. Was soll mich jetzt noch aufhalten? Okay. So. Vielleicht der da hinten? Eventuell. Ups. Ja, ich geh mal hier rein. Dankeschön. Alright. Mein Gott, Alter. Team Deathmatch, ne? Und du bist halt einfach in der gegnerischen Base. Nein, habe ich mich nicht. Wollte gerade sagen, war das jetzt schon wieder ein Self-Kill? Bin ich der Einzige, der mich selber stoppen kann? Scheint so. So, Elena oder Jasmina, mir egal. Aber guten Tag. Oh mein Gott. Das ist einfach so eine kranke Kombination, ne? Holy moly. Jetzt halt einfach mal wirklich in der gegnerischen Base chillen und nichts machen. So, den hier werde ich jetzt auch mal überraschen. Guten Tag. Oh, schade. Richtig schade. Aber gut, egal. 21,8. Ja, genau. Was will man mehr? Da steht gleich 70 für uns und die Gegner noch nicht mal bei 40. Also, ich für meinen Teil muss halt ehrlich gestehen, es hat sich gelohnt. Dankeschön. Es macht so viel Spaß. Es macht verbotenerweise viel Spaß. Ja. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich, wie viel das Game einem Spaß machen kann, wenn man halt ohne Probleme tatsächlich mal Platz 1 ist. Und Kills macht. Echt krass. Hätte ich eine wöchentliche Aufgabe mit 1 Million Damage machen oder so, boah. Du. Gib mir ein paar Schlachten, das Ding habe ich durch. Alles kein Thema. Oh, da war ja. Gut. Da war ich wohl wahrscheinlich ein bisschen zu überheblich. Aber gut, lass uns das Ding mal hier schnell gewinnen. Auch wenn ich halt trotzdem die Aufgabe fertig habe. Aber ich möchte halt einfach... natürlich auch meine Sterne sammeln, ne? Ganz klar. Und vor allem natürlich mit Premium gibt es ja 6. Für eine gute Platzierung. Und das ist wichtig. Schade. Das ist wichtig, wenn man halt noch die ein oder andere Stufe mitmachen möchte. Oh ja, in den Aufgaben. Aber es läuft ja gerade ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, sehr angetan von mir. Na, schade. Krass, ne? 4800er Gearscore und einfach mal Platz 2 mit 16,2 als KD. Auch nicht schlecht. Was auch immer der hat, muss ich mal gucken. Muss ich mal drauf achten. Okay. Nehmen wir so mit. Huch. Schade. Leider wieder kein Kill. Wo ist denn der Typ?
Steht er da oben irgendwo? Ja, da steht da oben. Was hat denn, was hat er denn für eine Kombination? Daher. Kann ich nicht sehen. Ich komme nicht mal in den Genuss. Ah, da hinten. Raus, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Könnte sein, Und tschüss. Ah, prima. Dankeschön. Okay. Gauss Diktator. Und campt da wahrscheinlich einfach oben und hat deswegen entsprechend die KD. Dank Camping-Erfahrung. Okay. Dank Camping-Erfahrung hat er das ganz easy. Und ich habe auch meinen ersten Platz ganz easy. Habe ich schon mal gesagt, dass, dass das gerade ein bisschen abgeht? Habe ich das eventuell mal gesagt? Oh. Heilen? Ja, danke schön. Alles klar. Oh mein Gott. Ne, genau auf sowas habe ich halt eigentlich gewartet. Dass du halt mit dem Overdrive halt gut Kills bekommst. Aber die halten natürlich aber auch ein paar Schüsse aus, ne? Muss man halt auch mal dazu sagen. Krass. Okay, gut. Ich hau mich einfach selber immer weg. Ist in Ordnung. Ist okay. Ja, aber ich spiele halt die auch mega offensiv. Aber ich kann es mir auch leisten. Nach diesem, tollen Angebot mit 50%, boah, ich kann mir alles leisten. Ja, aber gut, dass ich meine Kristalle behalten habe. Ich hätte aber, um ehrlich zu sein, hätte ich auch tatsächlich auf Paladin warten können. Habe ja jetzt nicht so viel mit dem Untersatz gespielt. Ich wollte den halt so schnell wie möglich haben. Ja, aber gut, hätte ich da halt gewartet, hätte ich mir auch nochmal ein paar Kristalle sichern können. Und dann wäre auch tatsächlich tatsächlich eine voll verbesserte Hammer jetzt auch drin gewesen. Aber gut. Kleinigkeiten. 600 Punkte. 37,19. Das Game ist fast vorbei. Und ja, ich habe, denke ich mal, ohne große Anstrengung meinen ersten Platz verteidigen können. Ja, das läuft. So, den nehmen wir uns aber jetzt auch nochmal ganz kurz vor. Hoffe ich. Ah, eher weniger. Oh, wow, doch. Alles klar. Nice. Nochmal ein Kill. Alles kein Thema. Alles kein Thema für mich. So, die letzten 7 Kills. Mal gucken. Mach ich davon 8? Ja, von den letzten 7? Heute ist alles möglich. Heute ist wirklich alles möglich. Ja, du, die Heilung, die bringt ja nicht viel. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Da hat jemand eine Mine gelegt. Wahrscheinlich. Wollen wir mal gucken. Hat er gemacht, aber, hat am Ende nicht so viel gebracht. Und jetzt wird nochmal eine Goldie abgeworfen. Völlig unnötig. Ah gut, Jungs, kein mehr killen hier, ne? Kein mehr killen. Ja, wir wollen die Goldie. Nee, wollen wir nicht. So, easy. 3400 Kristalle nochmal. 3090 EP. 720 Punkte am Ende. Oh mein Gott. Ja, das war... Es war unbeschreiblich einfach. Okay, ja, das Schöne ist jetzt hier, die nächste Stufe mache ich auch schon fast. Ja, dafür muss ich halt noch einmal die tägliche Aufgabe hier machen. Easy. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch Gefallen dran. Ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie ich. Ja. Ja. Gott. Aua. Wirklich aua. Ja, also Vampir-Modus habe ich safe. Das ist das, was ich auch wollte. Alright. Okay. Stimme verabschiedet sich. Macht das gut oder besser. Rignon ist ja klar. 19.000 Kristalle. Meine Güte.
In dem Sinne, ja, danke fürs Zusehen. Haut rein.